Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mein Bruder mit dabei, der Jan. Und wir bauen heute zusammen ein neues Fahrrad auf. Das ist ja diesmal dein Fahrrad. Letztes Mal war es meins, schon lang her. Und wie es immer so ist, ich helfe dir beim Auspacken von den ganzen Sachen. Genau. Also ich brauchte ein neues Enduro. Und zwar diesmal von, wie man vorne schon lesen kann, Canyon. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das ausschaut. Dann machen wir es doch mal auf. Ich mache drüben mal auf. So, da gibt es hier so Entriegelungen. Ich mache mal die hier. Wie bei einer Waschmaschine. Wir haben jetzt mal die Kamera geswitcht. Genau, und den Karton mal aufgemacht. Und dann schauen wir mal, was da so drin ist. So. Die Let's Get Started Kiste. Ich glaube, das kennen wir noch, wie es damals auch bei deinem Torque war, ne? Genau. Mit Quick Start Guide fürs Spektral. Genau, und da ist wieder das Drehmomentgerät von Canyon dabei. Ein bisschen Montagepaste und ein Bitsatz für das Gerät, genau. Okay, das kennen wir schon irgendwo her? Das kennen wir. Das machen ja mittlerweile auch, glaube ich, viele Hersteller so, dass sie das alles mitschicken. Aber irgendwas ist hier noch schwer an der Kiste. Dann ist hier noch so ein Canyon-Behälter dabei. Und jetzt können wir schauen, irgendwas hier noch mehr. Ah, dann ist hier noch so eine ganze Bibel dabei. Manual, Mountainbike. Krass, okay. Ich glaube, hier sind dann einfach mal irgendwie alle Modelle wahrscheinlich und alle erdenklichen Sprachen. Okay, brauchen wir, glaube ich, nicht. Und, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Da ist wieder dieser Kettenschutz, weißt du noch, wie bei dir damals mit drin und die Reflektoren. Und alles, was es straßensicher macht, ist sehr cool. Eine Dämpferpumpe ist dabei. Das ist schon mal sehr cool. Mega. Finde ich. Ist immer noch die gleiche wie bei mir. Und es ist die gleiche wie bei YT, nur dass es anders ausschaut. Ja. Und auch dieses Säckchen hier, das ist eigentlich ganz praktisch. Da kann man nämlich alle Sachen, die so übrig bleiben, während der Montage noch reinpacken. Bei mir liegt das auch immer noch in der Werkzeugkiste zu Hause. Ich habe gerade mal meine YT damit verglichen. Schau mal, das ist genau die gleiche Pumpe. Genau, ja. Nur dass halt nichts draufsteht. Aber sehr gut, weil die funktioniert top. Und das ist immer ganz gut, wenn man mal einen im Haus hat, einen im Auto. Okay, dann wären wir mit der Kiste soweit durch. Gut. Ja, dann können wir mal anfangen, glaube ich, das hier irgendwie rauszunehmen. Ne? Die Felge da. Ich würde, genau, dort halt die. Zwölffach. Und vor allem, ja, das finde ich jetzt halt sehr cool. Das ist jetzt mal bei meinem Capra zum Beispiel, hatte ich jetzt hier mal auch noch das kleine Kettenblatt sozusagen drauf. Und jetzt ist hier halt ein richtig großes Kettenrad mit drauf. Also mit einer wirklich richtig kleinen Übersetzung. Das finde ich jetzt schon sehr cool, wenn es dann mal richtig steil wird. Ich glaube, dann tut man sich ja auch noch mal ein bisschen leichter. Und 29 Zoll. Stimmt. Du vorher noch rausholen, bevor den Rahmen. Genau. Und Sattelstütze ist noch ausgebaut. Okay. Schöne Sattelstütze. Die erinnert mich ein bisschen an meine Sattelstütze, so vom Ding her. Mhm. Sattel finde ich schon mal irgendwie... Finde ich interessant. Ich habe ja das Fahrrad jetzt, du hast mir nur ein kurzes Bild gezeigt. Ich habe bis jetzt nicht viel gesehen. Ich wusste auch nicht, dass du dir jetzt das Fahrrad besorgst. Aber mit SQ-Lab Sattel, ganz cool eigentlich. Ne? Macht auch einen ganz guten Eindruck. Ne? YT oder so ein Canyon Sattel oft hast, dann sind die meistens nicht ganz so qualitativ, sag ich mal. Dann sind halt oft einfach Sättel drauf, damit einer drauf ist. Aber der hier macht schon einen ganz guten Eindruck. Ich denke, den kann man lassen. Und bei dem Fahrrad wirst du ja auch prinzipiell mal irgendwie irgendwo lang pedalieren und nicht nur irgendwo den Trail runterfahren, wo du nicht wirklich auf dem Sattel sitzt. Das dürfen wir noch irgendwie einbauen, aber da bin ich ja mal gespannt, ne? Aber das ist doch wahrscheinlich, dass der Zug, dass da wieder dieser Bautenzug unten aus der rausschaut, ne? aus der Aufnahme rausschaut, dass wir das dann einfach noch zusammenbauen. Guck mal da hinten vielleicht. Ich mal da hinten noch. Deswegen zu zweit. Das ist es scheinbar. Boah, ist das leicht. Schaut sehr gut aus. Überall noch Pappe dran. Aber dann heißt das, wir können den Karton jetzt mal rausschmeißen. Ich halte das mal so. Genau. Ey, sieht das cool aus. Ey, das Fahrwerk ist ja... Das ist krass, ne? Ja. Pass auf, warte, so. Das ist so gedacht, dass du es nämlich da drauf stellst. Wir müssen, glaube ich, nur mal den Karton eben entfernen. Ja, das machen wir. Mann, das Grau ist geil. Boah. Genau, hinten ist eine SRAM GX dran, was ich ganz gut finde, weil das ein relativ simples Schaltwerk einfach ist, was auch nicht so teuer ist, wenn man es mal neu machen muss.
Dann dieser Öhlins TTX Dämpfer. Habe ich auch noch keine Erfahrung mit Öhlins, aber das, was ich mal so gegoogelt habe, klang ganz gut. Und vorne eben diese RX F36 Gabel drin mit 160 mm Federweg. Also das klingt doch alles ganz gut. Und ich finde farblich auch ganz cool, ne? So. Mega. Der Schriftzug ist der ist lackiert, ja. Ja, der ist rein lackiert. Cool. Ja, dann. Und das ist nochmal, das sieht man wahrscheinlich auf der Kamera kaum, das hat nochmal so einen goldenen Touch irgendwie mit drin. Genau, dieser Canyon-Schriftzug ist so leicht golden. Schaut sehr hochwertig aus. Du hast schon entdeckt gerade, ne, wo die Sattelstütze hinkommt. Ja genau, das haben wir uns doch gerade gefragt. Aber hier ist einfach das Canyon-Logo aus Pappe. Da ist ein Gummiband dran und innen drin, vielleicht kannst du mal reinfilmen, dann siehst du, da ist der Bautenzug für die Verstellung von der Sattelstütze später. Dann fangen wir mal an, am besten noch mit der Sattelstütze, weil jetzt steht das Fahrrad noch gut, weil noch keine Räder drin sind, ne? Ja. Was ich cool finde, ist, dass, obwohl, du hättest jetzt die Möglichkeit, es auch aufzuhängen, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass das so gemacht ist, weil... Dass man es so hinstellen kann. Ja, ne? Weil ich denke, die meisten werden es irgendwo auch so wie wir jetzt in einem Keller oder in der Garage aufbauen. Ja. Genau. Easy. Schau mal, und hier ist eine Anleitung drauf. Dann wird es da automatisch reinsliden und dann kann man das Kabel releasen. Okay. Also es klingt doch easy. Wir schieben einfach den Bautenzug ein bisschen rein. Genau, weil jetzt kommt er hier raus, weil der war gerade so ein bisschen da drin versteckt. Da wäre es jetzt, glaube ich, schwierig geworden. Ja. Das Gummiband noch entfernen. Wie Lift-Ticket, wenn es am Lenker hängt. So, genau. Ja, ist weg. Oder musst du den Hebel eben mal noch betätigen? Mach mal du. Für die geile Choreo hier. Jetzt kann man den drücken. Schau mal jetzt. Achso, was hast du jetzt geändert? Nichts. Das hat einfach immer noch ein bisschen schwer. So. Okay, pass mal auf. Und ich pack mal hier seitlich den Hebel aus. Den hier kann man ein bisschen reinschieben, dann kommt der Zug hier raus. Du hast jetzt das reingedrückt. Da ist auch eine kleine Anleitung. Hier am Rahmen. Muss man nur verstehen. Dann kann man diesen unteren Teil hier reindrücken. Okay, ha, gut. Den, also hat etwas gedauert, bei uns zumindest. Ja. Aber geht, man muss das so ein bisschen reinfummeln. Dafür muss man sonst nicht mehr viel machen, das ist ganz gut. Ich halte jetzt mal die Sattelstütze und du könntest ja... Ich finde es aber ganz cool, dass es mit einem Zug gelöst ist, weil ich habe hier drüben gerade eine Sattelstütze liegen, eine hydraulische. Und bin da gerade dabei, die zu reparieren und das ist echt nicht so witzig. Ja. Deswegen bin ich ganz froh, dass zumindest der Teil dann hier... so mechanisch ganz einfach gelöst ist. Ich glaube, du musst jetzt hier nur noch mal die Klemmung eben ein bisschen lösen, ehe ja. Du die Sattelstütze also reinmachen kannst. Okay, die geht wirklich bis ganz runter. Das ist krass. Das ist cool, ne? Ja, aber das wird für dich wahrscheinlich von der Verstellmöglichkeit erreichen. Also du bist ja echt kein großer Fahrer. Genau, 1,70 Meter groß bin ich. Also das reicht wahrscheinlich bei mir, aber das probieren wir dann einfach später mal aus. So, dann würde ich sagen, hauen wir mal den Lenker drauf, oder? Ja. Alles klar. Bin jetzt nämlich auch mal gespannt, wie der aussieht. Irgendwie was hatte ich in den Teilen gelesen, dass das auch irgendwie ein ganz geiler Lenker sein soll. Karte habe ich da drüben hingelegt. Schau mal. Oh. Ja. Und ich halt Wendemacher ins Fahrrad machen, dann gleich jetzt. Genau. Ah, ist ein SQ-Lenker nämlich. Finde ich ja auch ganz cool. Was sind denn das für Griffe? Die finde ich irgendwie ganz cool. Aber der Lenker ist irgendwie schmal. Der hat 780 mm, okay. Also 20 mm schmaler als am Downhiller, aber so breit wie am Cupra zum Beispiel auch, okay. Also an herkömmlichen Enduro so. Weil die Bremse und die Bremshebel, das macht einen echt coolen Eindruck, ne? Das fühlt sich echt wertig an, das sieht doch irgendwie echt gut aus. Eine Magura-Bremse hatten wir noch nie, ne? Oder? Oder ist die auf deinem Morwood damals? Das war eine Magura. Das eine, und die, hatten, ja. die war damals top, weil die hat genau. Irgendwie. Die haben wir nie entlüften müssen. Genau. Stimmt. Die haben wir irgendwie nie entlüften müssen. Klar. Die Fahrräder hatten wir bestimmt 8 Jahre, glaube ich. Und dann haben wir an der Bremse, das weiß ich noch damals, ich hatte damals eine Arvid drauf. Die haben wir gefühlt alle 2 Wochen entlüftet. Und du hattest die drauf, die Magura, ja? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Nee, genau. Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, da war nie was. Nee, da war ich. Also. Schauen wir mal, ja. Wie es wird. Obwohl, ich glaube, wir beide sind da auch eh nicht so
dass wir, solange die funktioniert und gut funktioniert, genau, ist das für uns okay. Ich denke auch, wir sind da beide, glaube ich, immer ziemlich schmerzhaft. Ja. Wir haben, also ich habe jetzt am Capra immer diese Guide gehabt, diese ganz normale Guide Air. Und das ist auch die Bremse, die ich immer jedem so empfehle, wenn man eine neue Bremse irgendwo drauf behält. Das ist bei uns immer so, unter uns Kumpels da immer so, ja, wir bauen halt die Guide drauf, weil das ist so eine günstige Bremse. Die findet man auch auf eBay Kleinanzeigen oft neu, weil die halt, viele dann meinen, sie ist zu wenig besonders, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber die Bremse ist top. Also die, wenn ich irgendein Fahrrad aufbauen würde, würde ich immer die... Aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Der eine hat da eben mehr Ansprüche als der andere Fahrer. Das muss man halt wieder auch selber entscheiden. Wir brauchen hier aber wahrscheinlich die Montagepaste. Ja. Die Mitte hier ist nochmal so angeraut, das merkst du schon. Also ich denke mal, das ist auch nicht schlecht. Aber du hast ja die Montagepaste dabei, dann mach die da einfach mal drauf. Ist auch ein ganz cooler Vorbau. Ich mag also diese SQ-Lab-Teile mag ich eigentlich immer. Finde ich ganz cool. Und das, finde ich, sieht ja auch ganz cool aus, weil du hast hier den Lenker von SQ-Lab, den Sattel, den Vorbau so. Also das ist schon alles ganz cool eigentlich. Ja, man muss hier mit dem Canyon-Tool, finde ich, ein bisschen besser zielen, weil du hast sonst schnell so einen Fehler, dass du die falsche Zahl abliest. Aber ich würde eher sagen, es ist eh eine Orientierung. Es ist ja kein Präzisionswerkzeug, sondern es ist einfach nur, dass du es ein bisschen im Gespür hast. Weil das jetzt nur im Handgelenk zu haben, wie fest das ist, das ist natürlich tausendmal schwieriger, das abzuschätzen, als wenn du jetzt so eine Orientierung mit diesem Tool hast. Ne? Genau, aber schon fast ein Fahrrad. Dann hätte ich gesagt, kannst du jetzt noch easy die Pedale anbauen? Ah, was ist hier? Weil spätestens, wenn die Räder drin sind, dann muss es einer von uns festhalten. Und so kriegst du die Pedale jetzt schon mal zumindest angesetzt. Dass man jetzt die Pedale da macht, stimmt. Oder? Das ist eine gute Idee. Nur Stichwort Pedale. Ich habe gar keine Pedale, muss ich jetzt dazu sagen, mitbestellt. Weil ich so dachte, Pedale hat man ja eh immer irgendwo rumfahren. Mhm. Ist jetzt nur so halb wahr. Weil ich habe jetzt die Pedale am Capra. Mhm. Und ich habe jetzt nur Klickpedale übrig, ja, die ich jetzt hier dran schrauben könnte. Ich habe auch vor, das mal mit Klicks zu fahren. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das immer mit Klicks fahre. Was macht man jetzt? Du hast doch aber noch einen Dirtbike. Sind da nicht noch Pedale dran? Ich habe noch ein Dirtbike. Du hast noch ein Dirtbike unter der Treppe stehen. Vielleicht sind da noch ein paar Pedale dran. Und ich schaue jetzt mal noch in die Anleitung rein, weil, ja. Also ne? Am Dirtbike sind auch keine Pedale. Um jetzt alle komplett zu verwirren, mache ich jetzt doch die Klickpedale drauf. Also das sind so halb Klick, halb normale. Man kann die schon mit normalen Schuhen fahren. Man steht halt dann immer so ein bisschen hier auf dem Klickmodul, sag ich jetzt mal. Das sind die von Crank Brothers, die Mallet. Ja, ich baue die jetzt mal drauf. Ich habe ja auch mal vor, das Bike mit Klicks zu fahren. Ich bin jetzt auch nicht der riesen Klick-Fan, muss ich sagen, hat sich so rausgestellt. Aber ich glaube, ich gebe den jetzt einfach nochmal hier so einen Versuch. Wenn man jetzt so das hochglanzmäßig zusammenbauen würde, mit so einem Fahrradständer wieder, den du ja eigentlich auch hättest. Der liegt im Regal. Ja, dann ist das ja überhaupt nicht realitätsnah. Die meisten werden es doch so zusammenbauen. Genau, wir machen das so richtig auf... Auf Krampf. Auf Krampf. Guck mal, dann können wir hier noch den Zug schick einklipsen irgendwo. Aber schau mal, das funktioniert schon. Du hattest da vorhin schon dran rumgespielt. Ich habe da schon mal dran rumgedreht, aber es geht. Also intuitiv richtig gedreht. Ich sehe jetzt nur gerade, dass du die Sattelspitze wohl doch noch nicht festgezogen hast. Hat er nicht. Ich brauche noch mal einen anderen. Den großen? Den. Weil, schau, der ist auch echt relativ breit so. Also ich glaube mal, der ist fahrtauglich. Weil die meisten sind ja so, dass sie gerade, dass sie drauf sind so. Und ich würde es als Hersteller ja genauso machen. Ich würde den billigsten Sattel ever drauf machen, der gut aussieht. Der dann halt auch schön leicht ist. Weil das spielt ja alles ins Fahrradgewicht mit rein. Das müssen die ja alles mitberechnen quasi. Und dann würde ich halt den lumpigsten Sattel drauf machen, den es gibt, weil es schön leicht ist. Ne? Ja. Aber der, wie gesagt, macht einen ganz guten Eindruck. Also ich gucke jetzt hier gerade nochmal so. Das sollten die 6 Newtonmeter sein, die auf der Klemmung draufstehen. Ich glaube, wir dürfen mal ein Rad reinstecken. Okay. Oder beide. Ich glaube, die Anleitung von der Felge kann ich auch wegmachen. Ne? Jo. Oder steht da irgendwie die ganz lange Garantie? Leider nicht. Ich wollte gerade sagen, die kannst du dann dem Typ spontan wiedergeben, der dir das auf einem Sonntagabend in der Werkstatt wieder referiert hat. Genau. Das ist groß aus. Ich finde eigentlich, der Rahmen ist klein und das Rad da drin sieht riesengroß aus. Aber ist auch eigentlich ehrlich gesagt scheißegal, wie das aussieht. Ja. Gut fahren muss es.
Aber zur Not machen wir dann nochmal ein Video, ich baue mein 29 Zoll auf 27,5 Zoll um. Ich finde aber cool, wie die Komponenten aussehen, also dieses Ölens und so, das sieht einfach mega wertig aus. Also so, wenn du da überall hinguckst, diese eloxierten Parts in Blau, in Gold, und das ist ja auch immer das, ich meine, gut fahren wird sich sowieso, aber ja, du kaufst ja irgendwie doch auch immer ein bisschen die Optik mit, ne? Ja, das fand ich bei dem Bike, wie gesagt, ganz cool mit dem zweifarbigen so. Mal gespannt, was das Ölins-Fahrwerk so kann, weil... Das ist jetzt aber, hol mich kurz bitte mal nochmal ab, das ist jetzt ein Enduro, aber noch Richtung Allmount, also es ist ein kleines Enduro, weil... Oder genau, also Canyon hat ja seine verschiedenen Sparten da so, Trail und Enduro quasi und dann Downhill. Und das Spektral ist eigentlich in beiden Kategorien. So in der Trail-Kategorie findest du es an letzter Stelle sozusagen, also ja, als extremste Version von der Trail-Version. Und bei den Enduros findest du es quasi am Anfang. So. Macht bei dir auch Sinn, weil du hast ja einen Downhill. Ja. Das heißt, alles was heftiger wird, machst du mit dem Downhill. Genau. Und alles was sanfter ist, machst du mit dem. Und wenn du dir jetzt noch ein krasses Enduro kaufen würdest, dann wäre es ja so, dass du irgendwo schon in Konflikt zwischen Enduro und Downhill kommst. Genau, weil ich sage auch mal so ein Torque oder wirklich so ein Capra mit 180 mm mittlerweile und wirklich sehr massiv sind die Dinger ja, da brauchst du eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht unbedingt mehr einen Downhiller. Also ein Downhiller fährt sich natürlich nochmal anders, aber ich verstehe es mittlerweile vollkommen, wenn die Leute einfach ein Enduro fahren, weil du kannst mit dem Enduro alles machen, muss man mal so sagen. Man ist mit dem Downhiller schon extrem eingeschränkt. Und deswegen aber jetzt der Spagat zu dem Spektral, weil, wie gesagt, mit dem Torque wäre ich zu nah wieder am Downhiller. Ja. Da ist dann nicht mehr so der Unterschied so krass und ich will eigentlich schon, dass ein gewisser Unterschied da ist. Dass ich auch sagen kann, selbst, also das wird man sicherlich auch mal im Bikepark fahren. Und es ist auch so, allein der Grund, es ist stabil genug, damit man es, wenn der Downhiller mal vielleicht nicht fährt im Bikepark oder man irgendwie ein Problem mal hat, dass man dann das Spektral fährt im Bikepark, kein Problem. Aber dauerhaft ist es natürlich eigentlich für die Trails und so hier gedacht, ne? Ja. Du hast da noch so Warnhinweise. Jetzt sieht es schon nach einem richtigen Fahrrad aus. Ich würde sagen, jetzt ist es eigentlich nur noch Einstellsache, Anpasssache. Alles schön auf dich einstellen, alles anpassen. Nice. Und man hört nichts. Sehr gut. Kein Freilaufsound vorhanden. Ist das nicht das leichteste Enduro in der Klasse, sag ich jetzt mal, mit ein bisschen über 15 Kilo? Dadurch, dass es halt auch den Aluminiumrahmen hat. Aber wie gesagt, dafür eben ist es mir lieber jetzt eher als Enduro oder als so softeres Enduro eher, sag ich mal, dass ich den Aluminiumrahmen habe. Weil bei Carbon musst du halt gerade bei halt solchen Bikes dann schon ein bisschen aufpassen, wenn du die dann mal im Bikepark fährst. Ne? Ja. Also der Aufbau hat super geklappt, würde ich sagen. Ich habe ein neues Bike und bin schon mal sehr happy, weil es schaut echt richtig, richtig geil aus, finde ich. Und bin sehr gespannt, wie sich das so fährt. Eben jetzt neu mit 29 Zoll und 160 mm Federweg. Hatte ich so auch noch nicht in der Kombi. Und bin jetzt mal sehr gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall in den kommenden Videos da mitnehmen, dass ihr das auch seht, wie sich das so fährt. Wir haben jetzt ungefähr gebraucht, eine knappe Stunde mitreden. Und mit ausprobieren, ohne vorher sich was angeguckt zu haben. Genau, und mit unserem Chaos, wie halt immer so, mit Pedale suchen, was wir halt so machen. Nee, aber hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und ich finde es mega, mega cool. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Bike so findet. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch natürlich gerne dazu schreiben. Ich bin auf jeden Fall jetzt richtig, richtig gespannt und wir werden jetzt auf jeden Fall mal eine Runde drehen damit. Ja, auf jeden Fall. Also, bis dann, bis zum nächsten Video und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mal ein Abo da lasst und einen Kommentar schreibt. Gerne. Bis dann. Bis tschüss. Dann. Ciao.